Wir machen jetzt erstmal den Tonzünd hier noch. Jetzt ist es auf euch. Ne? Mhm. Ihr merkt euch, wir machen sowas auch ab und zu. Also nicht ein bisschen anders, aber. Gut. Zurückhalten. Man sieht am Zepter, wer das Sagen hat. Genau, ich stelle mich kurz vor. Ich bin Anja Lorenz. Ich arbeite drüben am Institut für Lerndienstleistungen. Manchmal auch bekannt als On Campus, weil die On Campus GmbH hat zu uns gehört. Das Logo ist ein bisschen präsenter. Und ich leite dort die MOOC-Produktion. Also wir sagen, ich bin die Queen of MOOC-Maker. Deswegen habe ich ein Zepter. Und das ist Olli. Genau, es gilt fast das Gleiche. Nur ich habe kein Zepter, ich bin normaler MOOC-Maker. Aber sonst arbeite ich auch am ILD, beziehungsweise On-Campus. Und wir erstellen da kostenlose Online-Kurse. Oh, jetzt nehme ich schon was weg. Wir erstellen da Sachen. Deshalb seid ihr ja auch hier. Und da wollten wir einfach mal drauf gucken. Ja, genau. Und die Dinger heißen MOOCs. Was ist ein MOOC? Ha, super. Vielleicht machen wir es. Wir können es anders machen. Das Schöne ist, wir haben nämlich auch Leute gefragt. Ich weiß nicht, ob der Ton funktioniert. Das haben wir natürlich jetzt nicht getestet. Aber wenn man einfach durch die Lübecker Innenstadt geht und Leute fragt, was ist denn ein MOOC, dann sieht das so aus. Wenn wir Glück haben, haben wir auch Ton. Ja. Ein MOOC. Ein Muggel wüsste ich, das ist bei Harry Potter, aber MOOC weiß ich nicht, ne? Ein MOOC. Noch nie von gehört, du. MOOC oder MOOC mit zwei O? Ja, es kommt aus dem Englischen. Nein. Nein. Motherfuck you, Entschuldigung. So, jetzt ist eure Angst nämlich weg. Also die Leute wussten es auch nicht. Keiner wusste es. Von daher, wenn ihr sagen müsstet, was ist ein MOOC, was ist das? Genau. Das ist über die Übersetzung. Das gibt schon mal das erste Sternchen. Was könnte das heißen? Was könnte das bedeuten? Also hinten ist Online-Kurs. Ich glaube, das ist relativ klar. Es sind Kurse im Internet. Das erste O steht für Open. Das heißt, in unserem Fall, das ist wirklich, es ist offen, man kann sich anmelden, ohne dass man an der FH Lübeck studiert oder an der Uni Lübeck studiert. Das kann jeder machen und in unserem Fall heißt es auch noch, also es ist kostenlos und es ist unter einer freien Lizenz bei uns ganz oft. Nicht immer, gibt ja manchmal Schwierigkeiten, aber ganz oft ist es eine freie Lizenz und das Massive kommt eigentlich genau dadurch zustande. Genau, kann man auch, wir streiten, einige sagen, ab 150 Leuten gilt das als Massive, aber die Zahl ist nicht ganz willkürlich, aber die trifft es nicht so richtig. Wir sagen einfach mal, wenn das ganze Ding skaliert. Das heißt, wenn wir genug Ressourcen draufschmeißen, dann explodiert das nicht exponentiell, sondern es ist einfach schön linear und man kann das ganz gut handeln, auch wenn man plötzlich 1000 Leute in so einem Kurs hat. Das verstehen wir unter Massive. Genau, also man baut jetzt keine Einreichaufgaben ein, die der Dozent durchgucken muss, weil das macht bei 4000 Leuten echt keinen Spaß. Deswegen muss es schön skalierbar sein. Wir haben dafür in Lübeck eine Plattform, die heißt Moin. Sieht, wenn du drauf guckst, so aus. Du könntest eigentlich auch die Originalplattform zeigen. Genau, können wir auch machen. Moinoncampus.de, drüben liegen auch Sticker zum Mitnehmen, auf der wir sehr unterschiedliche Kurse haben. Das sind jetzt gerade die ich alle eingeschrieben bin. Ist Berufskrankheit, weil man ja relativ viele mitmacht. Ich fange mal an, Suchmaschinenmarketing, der startet demnächst. Es gibt so ein paar externe Sachen, also die haben nicht alle wir draufgestellt. Roofwaterform und Volleyballtrainer-MOOC sind Sachen, die andere Leute draufgestellt haben. Wir machen dann sowas sexy Kurse über Kosten- und Leistungsrechnung oder sag das mal. Sag das mal. Dansk-Tyske Kulturlandskaber. Genau. Das ist ein Kurs mit dänischen Museen. Also vier Stück wären das insgesamt, das war der erste. Und geht es einfach darum, die Region Schleswig-Holstein, Süd-Dänemark ein bisschen zu vernetzen und den Leuten näher zu bringen. Und dafür gibt es zum Beispiel den, das wäre der erste, den ja, über die Kulturlandschaft, Kultur im breitesten Sinn, wie man sich das vorstellen kann, Schleswig-Holstein, Süd-Dänemark. Also was gibt es dann auch? Genau, es sind so eine Reihe akademische Kurse, es sind auch eine ganze Reihe an praktischeren Sachen. Kannst du noch ein Stück runterscrollen, bitte? Ja, wir haben ja Details. Also praktisch, Reformations-MOOC zur Reformation. Es gab noch Video und Fotomook, kann man sich an verschiedenen Stellen angucken. Genau, was wir aber vorbereitet haben, wir könnten euch da nämlich stundenlang durchführen. Wir haben gesagt, das machen wir nicht, sondern wir haben gesagt, was gibt es denn vielleicht für interessante Themen, die euch interessieren? Und wir haben die mal in vier Bereiche gegliedert. Wir haben genannt offene Bildung, OER, das ist ja das, was auf dem Plan stand. Dann haben wir gesagt, wir könnten aus dem Nähkästchen plaudern, was erlebt man eigentlich so, wenn man so Online-Kurse Projektmanaged erstellt. Also wir machen ja ganz viel Krams drum.
Tools und Features ist vielleicht für die Technikbegeisterten interessant. Also was kann denn die Plattform, was kann man damit machen, was macht denn vielleicht so einen Kurs besonders? Und wir haben auch noch extra ausgesucht, MOOCs für Hoodie-Trägerinnen. Also die euch vielleicht noch interessieren, weiß ich nicht. Den Titel hat jetzt Olli nicht mit mir abgestimmt. Aber geht so ein bisschen um so ein paar nerdigere Sachen. Genau. Und wir hatten am Anfang überlegt, brauchen wir ein Abstimmungstool, damit wir rauskriegen, wer das macht. Das können wir so ein Riesenhörsaal, der voll ist mit Leuten. Brauchen wir gar nicht. Brauchen wir nicht. Also ihr könntet euch direkt was aussuchen und wir schauen mal, worüber wir reden können. Oder ihr könnt auch zwischendurch immer andere Fragen noch stellen. Ne? Genau. Wenn ihr schon Fragen habt, dann raus damit. Ja. Raumengel, hilf uns. Entschuldigung, ja? Bestimmt ihr, wer was kaufen kann. Also das war am Anfang ganz einfach, da waren wir das. Wir haben die Plattform gebaut, da gab es zwei Vorläufer und haben dann unsere Kurse draufgepackt. Wir haben diverse Projekte, in denen wir solche offenen Online-Kurse erstellt haben. Hallo, hier ist AMS3, freies Wissen, moin, irgendwann freie Lizenzen. Ziel ist AMS1. Sehr schön. Und tschüss. Genau, damit haben wir angefangen. Und dann haben wir Anfang letztes Jahr, da haben wir angefangen, externe MOOC-Maker draufzulassen. Also zu sagen, ihr könnt da euren eigenen Kurs draufstellen. Das haben wir erstmal mit jemandem gemacht, der Dozent bei uns ist, den hat den Volleyballtrainer MOOC drauf gemacht, der macht seiner Freizeit Volleyball. Der kam gut damit klar und dann waren wir immer mutiger und haben da so Stück für Stück drauf gemacht, bis wir aktuell bei dem Fall sind, dass man sagen kann, ihr braucht, es gibt einen Kurs, den macht ihr durch, da erklären wir euch, wie das so funktioniert und dann könnt ihr den draufstellen. Und schreibt ihr. Dass ihr sagt, kommerzielle Inhalte zum Beispiel nicht. Und ich habe gesehen, irgendwie so Geldanlage für später, das hat ja immer so das Risiko, dass das kommerziell genau. Jemand so Werbung treibt für irgendwas. Mhm. Also wir stellen das kostenfrei zur Verfügung, wenn der Kurs hinterher offen zur Verfügung steht. Also wir leben quasi wir profitieren aktuell von den Nutzern, die drauf sind, wenn er offen zur Verfügung steht und wirklich halt ein MOOC ist. Thematisch haben wir da bisher noch keine Einschränkungen machen müssen. Gibt sicherlich Themen, wo wir sagen würden, schade, keine Zeit. Aber aktuell hatten wir das Problem, also wenn Roofwater Farm als Forschungsgebiet anfragt oder sowas, haben wir bisher dann überhaupt keine Probleme gehabt. Genau, wir hatten auch schon den Fall, dass jemand gesagt hat, wir möchten gerne den Kurs komplett kostenlos zur Verfügung stellen, der ist auch, also inklusive sogar den Materialien frei zur Verfügung stellen, nur wir würden gerne den Kurs abschließen, dann nachher das Angebot machen, wenn ihr was vertiefen wollt, dann kriegt ihr das günstiger. Also so im Prinzip als Premium-Modell, ne? Im Prinzip das Streaming-Modell, genau. Ja, also, wir versperren uns da nicht, wenn man sagt, ne, wir möchten Zusatzdienstleistungen drumherum bauen, überhaupt kein Problem. Nur der Kurs an sich muss wirklich kostenlos und idealerweise offen. Gibt es ja verschiedene Grade. Kommt vielleicht gleich, wir haben gesehen, hinterher kommt was zu Creative Commons. Aber ich habe bisher jetzt noch nicht, weil wenn jemand offener Kurs, Rechtsradikalität. Da haben wir durchaus noch keine Probleme damit gehabt, sagen wir so, dass wir solche Anfragen gekriegt haben. Genau, das Schöne ist also, bevor der freigeschaltet ist, muss er durch unsere Hände, von daher, also anlegen und erstellen kann ihn jeder für sich alleine, aber um ihn da drauf zu bringen für die Öffentlichkeit, müssen wir was tun. Und spätestens dann würden wir es sehen, dass das irgendwie nicht geht. Genau. Ja. Er sagte, das skaliert ganz schön. Was sind so die durchschnittlichen Nutzerzahlen pro Kurs? Ja, zeigst du mal die Seite, wenn du schon... Muss man suchen. Was sind die? Weißt du das auswendig? Genau. Bitte? Wo unter fällt denn die? Weißt du das auswendig? Unter was? Ich würde einfach die Moin-Seite aufmachen und dann mal über die Kacheln gehen. Also man sieht das bei uns, wenn man über die Kacheln drüber fährt, wie viele Leute da drin sind. Es ist stark unterschiedlich. Ja, ne? Wir können auch bei den frühen mal anfangen. Oder nehmen wir einfach mal den. So, zack. Genau, also das ist einer unserer erfolgreichsten. Ich habe die anderen nicht mehr so im... Sehr schön. Okay. Nicht so. Das ist einer unserer erfolgreichsten Kurse überhaupt. Netzwerksicherheit. Den haben wir online gestellt und der wurde über eine YouTube-Plattform beworben. Deswegen kamen da sehr viele Leute drauf. Am Anfang hatten wir so, ich sag mal, fast sichere 1000 Teilnehmer pro Kurs, was jetzt mittlerweile weniger geworden ist, weil so ein bisschen dieses ich schreibe mich mal einen MOOC ein, um zu gucken, wie der ist. Es hat abgenommen, nachdem so die ersten Leute das... Meine nächste Frage, was sind so die oder wisst ihr die Zahlen, wie
das auch beenden kann? Ja, ist das also typisch? Nee, das ist das typische Muster. Also es gibt so einfach so eine Kurve letztlich. Und das ist immer so, dass nach der ersten Woche oder dem ersten Kapitel oder so im Schnitt 10%, das ist die Hälfte, und am Ende hat man irgendwie noch 10% über, die bis zum Ende kommen. Das ist ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Genau, da kommt häufig dieser Begriff der Abbrecherquote, wobei man dann erstmal wissen müsste, wer hatte am Anfang eigentlich wirklich vor, den Kurs bis zu Ende zu machen. Wer wollte eh nur mal reingucken, wen interessiert nur ein Kapitel, und nach dem Kapitel wollte er eh nichts mehr machen. Also von daher ist das immer ein bisschen schwierig. Aber genau. Genau. Und eigentlich, wir sagen manchmal, es ist nichts schwieriger, als was Kostenloses anzupreisen. Also es ist einfach manchmal komisch. Also wir hatten tatsächlich, ich hatte mal mit einem älteren Herrn telefoniert, der hat mich angerufen. Den hat das einfach interessiert, und wir hatten einen Kurs zur Mathematik, den wollte er machen. Und ist das wirklich kostenlos? Muss ich da wirklich nichts machen? Und dann, nein, wirklich, er hat zweimal angerufen, er hat sich das dann nochmal angeguckt und hat nochmal nachgefragt, ob das wirklich nichts kostet. Meinte ich, nein, kostet nichts. Also. Gerade beim Kurs Netzwerksicherheit hatten wir das Phänomen. Also das war unsere Teilnahmezahl. Und irgendwann macht es so. Und ich weiß noch, ich war im Urlaub und kriegte über Skype mit die Kollegen, die fragen sich, wir sitzen hier da, F5, 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 und die Zahl steigt. So, und da war Folgendes passiert. Es gibt einen YouTube-Channel Semper-Video. Ach, okay. Ja, genau. Und der hat, der Dozent Hahnemann hat den beworben, hat den geschrieben, hat gesagt, hier, wir bringen den nächsten Kurs raus. Und dann haben die gesagt, das finden wir gut, dann machen wir ein kurzes Video dazu. Haben uns jetzt nicht Bescheid gesagt, war auch nicht nötig, aber auf einmal, das Video kam raus und die Nutzerzahlen gingen nach oben. Also wir wünschen uns wirklich zu jedem... jeden Kurs einen YouTuber dazu. Bei dem Kurs war noch das Ding, wir hatten einen Testserver, auf dem wir Aufgaben platzieren konnten und dann auch so Dateien hinterlegen und scannt das mal durch und guckt mal, welche Ports offen sind und solche Sachen. Und irgendwann stand unser Admin auf der Matte und sagte so, Leute, am Wochenende ist die Zugriffsrate so hoch, wir müssen kurz mal den Arbeitsspeicher noch erhöhen, das klappt mit dem kleinen Paket nicht. Weil da einfach ordentlich auch was los war. Also die haben den Server schon richtig gestresst. Das war ein bisschen die Angst, die wir gehabt haben. Also positive Angst, weil das Problem muss man erstmal haben. Genau. Und vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert war das, wir hatten für den Kurs, hatte Professor Hahnemann noch ein Testvirus hinterlegt, den man so mit so durchscannen mal durchgucken konnte. Und irgendwann rief das DFN bei uns an und sagt so, hier, Sie haben doch den Serverplatz bei uns gemietet. Da ist ein Virus drauf. Und dann haben wir gesagt, ja, das wissen wir, kann er bitte dort bleiben, der tut nichts. Also solche kleinen netten Geschichten liegen dann mit dem Kurs zusammen. Ja. Ja, gerne. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade schon gesagt hattet, aber wie stark ist denn so die Zusammenarbeit mit Hochschulen? Also ich hätte ja gerne, ich habe auch mal Vorlesungen aufgezeichnet und so, ich hätte ja gerne, dass alle Vorlesungen, die gehalten werden, einfach online. Ja. Wie ist denn so die Zusammenarbeit? Gibt es da auch Interesse? Henne-Ei-Problem. Magst du anfangen zu erzählen wegen Vorlesungsaufzeichnung und dann? Henne-Ei-Problem? Den Dozenten brauchst du. Na gut, also wir bräuchten einen Dozenten, und der könnte gerne uns herantreten. Wir hatten eigentlich den Fall, einmal gab es das im Prinzip bei Lobischach. Ja. Genau. Also im Prinzip könnte jeder Lehrer uns kommen, ich zeichne sowieso meine Vorlesung auf, kann ich die bei euch einstellen und noch ein bisschen was drum rumstrecken, dass ich sowas wie einen Kurs habe? Wäre kein Problem. Hatten wir in der Form letztlich eigentlich nur einmal, also dieser Mathe-Kurs gewesen, beziehungsweise dann noch zwei weitere, die er dann gemacht hat. Da ist das passiert, aber ist nicht da. Und andersrum, tatsächlich, das ist vielleicht die andere Richtung, wir gehen jetzt auch nicht so offensiv auf die Hochschulen zu. Einfach aus der Erfahrung heraus, dass es oft sehr oft schwierig ist, weil die gerne alles auf ihren eigenen System haben und dann nicht irgendwie anders auslagern wollen. Also auch berechtigt, weil dann, wenn die Studierenden, dann müssten sich ja bei uns einloggen. Und dann, also hat viele, viele Probleme, die man da erstmal umschiffen müsste. Aber dagegen hätten wir nichts. Das Problem mit aufgezeichneten Vorlesungen ist auch, die dauern 90 Minuten. Ja gut, das ist noch was anderes. Setze ich mich nicht vor so einen Kurs und gucke mir da 90 Minuten durchweg an, sondern wir sagen immer so, Pi mal Daumen 7 Minuten, plus minus. Möglichst nicht länger als 10. Für ein Video lieber, und da teilen wir das Thema in mehrere Videos und machen mehrere Videos dazu. Und das war auch das, was den MOOCs am Anfang immer ein bisschen vorgeworfen wurde, dass das nur abgefilmte Professoren sind, die vielleicht vom Touchscreen stehen oder vor ihren Folien stehen und das Ganze quasi nur konserviert ist. Ich denke auch, es ist besser als nichts.
Aber um jetzt Vorlesungsaufzeichnungen zu promoten, könnte man einfach nur einen YouTube-Channel oder eine eigene Videoplattform machen. Die MOOCs funktionieren schon so, dass sie gerne auch als Selbstlernangebot verwendet werden sollen. Das mit den Professoren ist so manchmal auch so eine Sache. Wir haben ja einige Projekte, wo wir direkt an die Hochschule, also wo wir Hochschulangebote machen sollen, wo die akademisch geprägt sind und die auch Leute an die Hochschulen holen sollen. Da sind wir froh, wenn wir so einen engagierten Prof wie Herrn Hahnemann zum Beispiel finden, der auch richtig sich darauf einlässt und das auch macht und sich auch mit uns zusammen überlegt, wie kann man das abprüfen, wie kann man das mit diesem Server machen. Das ist nicht immer selbstverständlich. Also wir suchen tatsächlich jedes Mal neu nach Autoren, nach Dozenten, die sagen, da habe ich richtig Lust drauf. Einer meiner Lieblingsstories ist den letzten, den ich da hatte, von Kostenleistungsrechnung, den habe ich in der Kneipe aufgerissen. Ich in einer Konferenz abends mit ihm, also mit so zusammensaßen und da habe ich so gefragt, oh, was machst du so? Und er so, oh, ich mache Kostenleistungsrechnung. Ich so, ich habe da gerade ein Projekt, da brauche ich Sachen, die für Berufstätige interessant sind. Kannst du mir in zwei Sätzen sagen, dass das für Berufstätige interessant ist? Ja. Ich so, magst du mit mir ein Projekt machen? Und jetzt habe ich den Kosten- und Leistungsrechnung aufgestellt. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Aufzeichnung einer Vorlesung und MOOC? Kann ich gerne sagen. Also die Vorlesung wäre wirklich nur ein Video. Also ein MOOC besteht natürlich auch aus Informationen, das kann ein Video sein, das kann ein Text sein, also der dänische Kurs, den wir hatten, da ist, bis auf ein Video ist keins drin, weil es sich eher an ältere Leute richtet und die wollen E-Text haben. Also es kommen ganz verschiedene Medien dazu, es ist eben nicht nur die Videoaufzeichnung. Dann haben wir natürlich den sozialen Austausch drin, also wir haben bewusst Foren, wo Aufgaben gestellt werden, von einfachen Sachen wie stell dich mal vor, einfach damit man Leute kennenlernt, wo Aufgaben diskutiert werden, kannst auch im Netzwerksicherheit mal gucken. Da werden Fragen beantwortet, wenn es Probleme gibt. Also man hat das noch mit abgebildet, was über eine Vorlesung hinaus, oder eine Aufzeichnung hinausgeht. Und was wir uns auch noch zeigen könnten, das sind eben viele Möglichkeiten, Sachen interaktiver zu machen. Also die Software, die wir hier zum Beispiel benutzen, die ist jetzt für interaktive Präsentationen. Das gleiche gilt aber auch, hier sieht man schon eins, für interaktive Videos, wo wir verschiedenste Sachen drüberlegen können, von einfachen Quizaufgaben, das sind wahrscheinlich die noch hier aus dem ersten Kurs. Erhalten diese Rahmen nicht. Anders ist das bei Broadcast-Rahmen, insbesondere bei dem Art-Protokoll. Kannst du auf den kleinen Punkt aufklicken? Ja, ich wollte ja nur zeigen, dass es anhält. Ach so. So, das sind jetzt ganz einfache Sachen, das sind einfach Multiple-Choice-Fragen, mit denen man die Inhalte, die Videoinhalte interaktiv machen kann. Da gibt es aber noch viel komplexere Sachen. Und also das ist schon deutlich mehr als einfach nur eine Videoaufzeichnung. Also einfach so. Ja. Genau. So plus. Von den Aufwänden her, also wenn ich jetzt 7 Minuten mich dahin stelle, das aufzeichne, das ist jetzt genug, um den Mehrwert zu generieren, der jenseits der Aufzeichnung liegt. 3-mal so lange? Je nachdem, was Sie machen. Also diverse Professoren, die das Prinzip des Flipped Classroom auch machen, die machen das häufig so, dass sie ein Semester nochmal leiden. Das heißt, sie machen eine ganz normale Vorlesung. Die stehen halt vorne und haben hinten jemanden, der das aufzeichnet. Und dann überlegen sich vorher grob, okay, ich packe das so in 10, 15 Minuten Häppchen und dann weiß ich, das braucht nur einer einen Cut machen, hier einen Cut und dann kann man das so nehmen. Also man produziert das, macht im Prinzip das, was man macht und nimmt das mit. Das ist so die einfachste Variante. Sie könnte auch sagen, ich brauche das jetzt in Hochglanz und hier und da und ich brauche noch Special Effects, dann wird das beliebig aufwendig und kompliziert und teuer. Also das geht wirklich von bis, da muss man immer gucken, was man hat. Also wenn Sie das in Ihrer Freizeit quasi machen, würde ich sagen, versuchen Sie es mit der einfachen Variante. Man kann sich aber auch immer gucken, gibt es gerade ein Projekt, wo es E-Fördergelder gibt, wo man sagen kann, das passt thematisch rein. Dann kann man eben On-Campus zum Beispiel mit in Anspruch nehmen. Also das ist jetzt ein Beispiel von Professor Lovitschach. Der hat die Aufgaben vorgerechnet an einem Tablet und hat sich dabei selber auch aufgezeichnet. Ich glaube, das war auch in der Vorlesung drin, das hört man. Man hört es am Rauschen, genau. Ja, genau. Ne, erklärt das am Tablet. Zum Beispiel. Und kommt dann später auch zu Fragen selber. Ne? Und ich sag mal, das dauert so lange, wie man es aufnimmt. Dann muss man, weiß nicht, musst du zwischendurch rendern, kommt wahrscheinlich darauf an, womit du aufgezeichnet hast. Genau, also da gibt es diverse Werkzeuge, auch von der Lovitschach, der hat sich das selber geschrieben. Das erkennt automatisch Pausen und schneidet die raus und sowas. Also gibt's jeden Schnick noch. Da gibt's, genau, dafür, damit, also, weil er gesagt hat, er braucht das ständig. Das ist für ihn halt wirklich kein Problem. Er macht das Ding an, nimmt das auf und ist im Prinzip fertig. Also das Ding weiß, wo die Pausen sind. Kann er noch Pack machen, einen Cut. Dann ist dann automatisch ein Schnitt drin und er kriegt nur die fertige Datei raus, die er weitergeben kann.
Und dann halt auch die Frage, so welchen Aufwand möchte ich jetzt noch reinstecken? Möchte ich diese Aufgaben drüberlegen? Möchte ich das nicht? Na, das sind halt so die Motivationen, die noch dahinter steckt. Genau, wenn man das natürlich nicht vergessen sollte, das ist, also wenn man nicht nur eine Vorlesungsaufzeichnung machen möchte, sondern eben ein bisschen mehr, muss man sich überlegen, welche Aufgaben könnten gut da reinpassen, sich das eventuell sogar vorher schon überlegen, weil man das dann besser einbauen kann. Aber das ist so ein Denkaufwand, der ist dann vorher. Den hat man aber typischerweise ja sowieso, wenn man eine Veranstaltung vorbereitet, da überlegt man sich ja auch, ne, welche Frage könnte ich jetzt gut stellen, dann überlegt man sich das halt auch direkt vorweg. Was wir noch gemacht haben, um jetzt die Leute auch dabei zu behalten, ne? Also ist so ein bisschen ganz nett, wenn man sich da durchblickt und dann füllen sich hier die grünen Balken. Zum Teil gibt es noch Diskussionsaufgaben im Forum, ne? Also jeder MOOC hat ein Forum, der ist mal mehr, mal besser besucht. Und es gibt vor allem Badges, ne? Also wir haben so Gamification-Elemente drin. Ich habe hier jetzt natürlich keinen, ist auch mein falscher Account, wo man verschiedene Badges für verschiedene Aufgaben nachher bekommen kann, um so da so ein bisschen motiviert zu bleiben. Dann werden wir auch immer gefragt, ob das motiviert, und ich muss sagen, ja, tut's. Wir haben dann so ein Feedback zum Teil, ne? Also ich bin Spielernatur und der Ich-MOOC bringt Badges tatsächlich dazu, Beiträge zu schreiben, wieder einige Badges eingesammelt. Ich bin Hobbyfilmer, Hobbyfilmer-Badge. Und Herbert Schmidt, der Einzige, den ich nicht gecancelt habe, weil er unser ältester MOOC-Maker ist. Am 30.03. beim Videomook beim Moin eingestiegen und den ersten Badge schon erhalten. Also die freuen sich dann auch durchaus mal öffentlich. Und wir fragen das auch jedes Mal mit ab. Wir haben eine Abschlussevaluation und dann fragen wir, und hat dich das motiviert? Und ich sag mal so, auf 4, 5 positive Nachrichten kriegen wir eine negative, die dann sagt, es ist mir zu albern. Ja, die häufigste Frage ist tatsächlich, ich habe dieses Badge noch nicht, irgendwas muss mir fehlen, was fehlt mir denn jetzt, damit ich das kriege? Das ist eigentlich das, was am häufigsten vorkommt. Und dann hat man halt ein Quiz vielleicht noch nicht bearbeitet oder eine Aufgabe im Forum nicht bearbeitet. Ja. Genau. Ja. Wer betreut die Foren noch? Hast du die Ersteller da? Würde ich sagen, es ist gesplittet. Also als was so technische Fragen angeht, also zum Beispiel, ich habe das Badge nicht bekommen, das machen wir, das fangen wir mit ab, oder irgendwas scheint kaputt zu sein oder nicht zu gehen. Und die inhaltliche Betreuung, das machen die Lehrenden, wobei wir typischerweise, wenn der Kurs das erste Mal startet, ist der komplett betreut. Und wir streben auch an, das wiederholt betreut zu haben. Da müssen wir immer gucken, wie das Geld da ist. Und ansonsten läuft das als Selbstlernangebot. Da ist dann inhaltlich dann keine Betreuung mehr da. Es sei denn, wir können das zufällig auch und wissen das. Also je nach Fachgebiet geht das manchmal. Mhm. Aber da ist dann tatsächlich erstmal keine mehr, zumindest keine inhaltliche. Und das hat auch mal so ein bisschen Nachwehen noch. Wir haben jetzt gerade den MOOC für OER-Fachexperten, heißt das, Open Educational Resources, freie Lernmaterialien im Netz. Und da hat sich gerade eine Community gebildet, die, der Kurs ist gerade, ist gerade im zweiten Durchlauf, aber dazwischen war eine relativ lange Zeit, wo er nicht lief, aber im Forum immer wieder aktiv war und die dann auch gegenseitig aufeinander geantwortet haben. Also das läuft dann sehr viel auch so mit. In dieser betreuten Zeit ist auch immer unterschiedlich, hängt von Prof zu Prof an, ob der antwortet oder ob man ihn daran erinnern muss zu antworten und ihm das mal schicken muss, hier ist eine Frage offen. Es gibt aber auch Leute wie einen Hahnemann. Es gibt auch Sachen wie einen Hahnemann, der ist immer viel ist immer der Erste, der das ist unglaublich, wie oft er da reingeguckt hat. Also es ist, ja. Gute Frage. Gute Frage haben wir so noch nicht erzählt. Es gibt immer einen synchronen Ablauf. Also gerade wenn es das erste Mal läuft, dann wird der in der Regel auch Woche für Woche freigeschalten, Kapitel für Kapitel. Einfach um so die Community am Laufen zu halten. Und um das einmal so mit allen durchzumachen. Aber wenn das danach freigeschalten ist, bleibt das bei uns dann als Selbstlernangebot stehen. Also ich kann auch später einschalten. Das ist auch eine Frage, die relativ häufig per Mail dann kommt. Ich habe jetzt erst gesehen, es gibt den Kosten- und Leistungsrechnungs-MOOC. Kann ich jetzt noch einsteigen oder muss das nicht machen? Was noch synchron ist, falls es angeboten wird, eine Klausur. Das ist bei dem Netzwerksicherheit-MOOC passiert. Das wird jetzt bei dem Kosten- und Leistungsrechnungs-MOOC passieren. Wenn sich genug Leute anbieten, wird eine Klausur angeboten. Da sind wir auch gerade in verschiedenen Projekten noch zu gucken, wie wir das organisatorisch am besten hinkriegen. Weil das ist auch so ein Henne-Ei-Problem. Die kommen ja nicht alle, wollen ja vielleicht nicht alle nach Lübeck kommen. Wir haben auch Partnerstandorte in Restdeutschland. Wie kriegen wir einen guten Zeitpunkt hin, gute Orte hin, dass es sich für beide Seiten lohnt? Genau, aber grundsätzlich bleiben die dann danach auch offen, die Kurse. Man kann anfangen, wenn man will. Man kann sich Zeit lassen, wie man will. Also einige
haben viel Zeit, die schaffen es schneller als in der vorgeschlagenen Zeit, einige brauchen länger, aber es ist halt kein Problem, weil Selbstlernangebote sind. Auch durchaus aus dem Nähkästchen nochmal geplaudert, dass das wochenweise freigeschalten wird, ist ja jetzt nicht irgendwie in Stein gemeißelt. Ich bin auch ein Fan davon, wenn alles vorher schon fertig ist, das online zu stellen. Aber Olli lacht schon. Also meistens hängt man hinten noch an der Baustelle, während vorne der MOOC schon losgelaufen ist. Von daher, also man könnte das auch alles mit einmal freischalten. Dann kann jeder noch selber besser bestimmen, wie er selber lernen möchte oder sie. Ja. Problem, also Situation in Deutschland. Wir haben beim NWS-MOOC Folgendes gemacht. Wir haben eine Klausur geschrieben. Das war auch die gleiche Klausur. Bei uns wird der an der virtuellen Fachhochschule, also im Online-Studium, auch sowieso geschrieben. Da haben wir gesagt, hier könnt ihr einfach ein paar MOOC-Teilnehmer mit dazu nehmen. Die haben das geschrieben. Und dann bekommen die ein Zertifikat von der Fachhochschule Lübeck, wo draufsteht, dass dieses Zertifikat ist 5 ECTS wert. Wir haben das und das als Lernziele gehabt. Und dann musst du mit dem Zertifikat zu deiner Hochschule gehen und sagen, hier, ich studiere ja Informatik hier. Da ist auch Netzwerksicherheit. Das sind die Lernziele. Ich möchte es angerechnet bekommen. Und dann ist das Prüfungsamt jedes Mal unterschiedlich. Genau, wichtig dazu zu sagen vielleicht, also dass natürlich ein Prof die Prüfung abgenommen hat. Das ist nicht irgendwie, dass die Klausur einfach so geschrieben wird und wir gucken darüber. Also das macht tatsächlich ein Prof, aber dann gibt es halt ein Zertifikat. Ist dann Sache der Prüfungsämter an den Hochschulen zu sagen, okay, das erkennen wir an. Haben wir eigentlich einen Fall, dass das probiert wurde? Nee, das ist war auch die Sache. Wir hatten 20 Teilnehmer in der Klausur. Wir hatten 21 Teilnehmer, wir hatten einen, der durchgefallen ist. Alle anderen haben dieses Zertifikat bekommen. Mal besser, mal schlechter, war ja benotet. Und wir haben hinterher nach einem Vierteljahr mal nachgefragt, habt ihr denn versucht, das anrechnen zu lassen? Blöderweise haben von denen nur 4 Leute zurückgeantwortet. Das ist 20 von 4, das ist jetzt keine schlechte Quote, wenn man jetzt Umfragen macht, ist aber absolut nicht so unbedingt toll. Und 3 von den 4 haben gesagt, nö, wollte ich auch nie. Und der eine hat gesagt, ja, habe ich aber nicht anrechnen bekommen für, ich glaube, Maschinenbau oder irgendwas, wo ich dann gesagt habe, naja, Germanistik hätte wahrscheinlich auch schlecht geklappt. aber so insgesamt, es ist möglich und wir versuchen das auch zu unterstützen, soweit wie es geht. Also wir haben auch gelernt, dass die Lernziele draufstehen müssen auf dem Zertifikat. Aber es hängt dann letztendlich nicht bei uns. Und wir haben auch ein Projekt, das ist gerade verlängert worden, mit Kiron zusammen. Kiron ist eine Flüchtlingsuni, heißt das immer. Die sitzen in Berlin, ist ein Start-up. Und die wollen Geflüchteten helfen, die noch keinen Status haben. Die sitzen bis zu einem Jahr echt rum. Ja, die dürfen noch nicht anfangen, an der Hochschule zu studieren. Wollen das aber vielleicht. Und die sagen dann, haben dann Partner, so wie wir, die dann sagen, ihr könnt bei uns MOOCs machen. Und ihr könnt dann eine Prüfung machen und sobald ihr den Status habt, können wir euch anerkennen, dann könnt ihr anfangen zu studieren, dann macht ihr das. Das ist so ein bisschen so ein Onboarding-Programm für geflüchtete Studierende. Und von daher, von der Variante aus, versuchen wir es reinzukriegen. Mündliche Prüfungen sind übrigens toll für sowas, weil die kann man auch über Adobe Connect abnehmen. Schriftliche Prüfungen online hat bisher noch nicht, ich will nicht sagen deutschlandweit, weil dann weiß ich nicht, ob es nicht irgendwo jetzt doch schon ausprobiert wurde, hat noch nicht den rechtssicheren Status. Also ich habe was gehört von dieser privaten Hochschule. Das ist theoretisch ginge in diversen Bundesländern, aber probiert es wahrscheinlich keiner. Ja. Also das Totschlagargument ist immer, was ist jetzt, wenn die Internetverbindung ausfällt? Hat der Student bestanden, hat er nicht bestanden? Und wie können wir nachweisen, ob er dann nicht rausgezogen hat, wenn wir sagen, er hat ja bestanden? Ja. Ja, das haben wir auch schon gemacht. Das funktioniert super. Da kriegt man ja mit, ob der andere irgendwo hinguckt. Das in der Regel wohl in den Regionalzentren ist. Und da ist immer ein Beisitzer. Ja, nee, das. Ja. Anders ist ja bei normalen Prüfungen das auch nicht. Ja. Also wir hatten auch bei Netzwerksicherheit MOOC, das war unser größter bisher, da haben wir auch, ich glaube, 5 oder 10 Standorte gehabt. Mhm. Das war schon ordentlich. Aber das kann man halt an eine richtige Prüfung andocken können. Also die ist sowieso gelaufen und dann waren das auch EDA-Kosten für uns. Ja. Gut. Interessiert euch noch was Spezielles? Mir ist auch gerade eingefallen, ihr werdet ein Problem haben, weil wir die Fragen jetzt nicht wiederholt haben. Ja. Ihr müsst mal gucken, ob ihr den Ton von hinten vielleicht nehmen könnt, ob der reicht. Das ist das Richtmikro. Könnte sein. Mhm. Sonst mal. Wenn ihr Fragen habt, sonst. Wer nutzt das System?
Das ist komplett unterschiedlich. Also wir haben ja, wie Anja es gesagt hat, anfangs und enden am Ende immer eine Evaluation. Und wir haben wirklich Leute, die gerade angefangen haben zu studieren oder irgendwie gerade Zivildienst machen, das nebenbei machen. Wir haben auch ältere Menschen. Vielleicht gehen wir jetzt nochmal auf den EFI-MOOC. Also wir hatten tatsächlich einen Kurs speziell für, ich nenne sie rüstige Rentner. Das links oben ist Herbert. Ist dieses Jahr 80 geworden. Genau. Das ist unser ältester MOOC. Genau, und die Teilnehmer waren halt auch im entsprechenden Alter. Es geht wirklich von bis, also ich hatte das Beispiel genannt von dem Herrn, mit dem ich telefoniert hatte, der war schon Rentner, hat gesagt, ich habe früher nie Mathe verstanden, aber jetzt möchte ich das nochmal ausprobieren. Also wirklich alles querbeet. Also es ist halt, also ich weiß, die MOOCs sind mal irgendwie an den Start gegangen oder es wurde ihnen zugeschrieben, dass das die Hochschullehre ersetzen würde. Also ich würde eher sagen, es ist die bessere Volkshochschule. Also ohne es abzuwerten. Ne? Also es ist wirklich das komplette Spektrum vertreten. Mhm. Wobei wir die Volkshochschule auch schon einmal dabei die hatten. Die auch schon. Gutes Stichwort, Olli. Die Volkshochschule hatten wir auch schon mal dabei. Mit dem Ich-MOOC hieß das soziale Ich im Internet. Wie sieht mein Gesicht aus? Sollte ich immer darauf antworten, wenn Treue schreiben? Wo muss ich aufpassen mit Datenschutz und solchen Sachen? Und die hatten den größten Volkshochschulkurs aller Zeiten gemacht mit 40 Standorten. Also die haben dann auch Live-Veranstaltungen parallel dort gemacht. Ansonsten lief der auch komplett im Internet. Die Live-Veranstaltungen waren in 4 Ländern, inklusive Südtirol, also die 3 Dachländer und Südtirol. Und das war richtig cool. Und da hätten wir uns echt gefreut, wenn die Volkshochschule da mehr draus gemacht hätte. Wir schließen es weiterhin nicht aus, aber war es so, ist schwierig. Sie haben einen Haken dahinter gemacht, haben gesagt, das war jetzt aber schön. Wird ja aufgenommen. Genau. Andere Zielgruppe, Volleyballspieler. Mhm. Das ist, wie gesagt, der erste externe, also MOOC von einem externen MOOC-Autor gewesen, wo er gesagt hat, er ist selber Lizenztrainer, Lizenz A oder so hat er als Trainerschein. Und dafür muss er auch sowieso regelmäßig Weiterbildung geben, damit die anderen Lizenztrainer diese Lizenz bekommen können. Und dann hat er gesagt, ich stelle mich da eigentlich ein Wochenende immer vorne hin, da gehen wir sowieso nicht in die Sporthalle, würde ich gerne online machen. Und dann hat er das gemacht und hat das auch in einigen Bundesländern anerkannt bekommen. Also dass die Leute, die das durchgemacht haben und ich glaube, die haben noch eine Gebühr genommen, haben das als normale, reguläre Weiterbildung anerkannt bekommen. Und der hat das auch echt schön gemacht, weil man ja immer sagt, so Sport kann man ganz schlecht abprüfen. Er hat zum Beispiel so Sachen eingefordert wie beschreibe eine Übung und hat denen noch erklärt, ihr könnt das auch einfach auf einen Zettel schreiben und dann fotografiert ihr den ab und ladet das Foto hoch im Forum. Ne? Und dann sind halt solche Sachen zustande gekommen. Braucht man nicht viel Kompetenzen im Bilder malen und erstellen und machen. Wo dann eine ganze Reihe an Übungen zustande gekommen ist. Und was wir hatten von einem Linguistikprofessor aus Marburg, der hat sich überlegt, er möchte den Deutsch für deutsche Aussprache für syrische Deutschlerner, hieß es im ursprünglichen Deutsch für Arab, haben wir gesagt. Und zwar, es ist kein Deutschkurs, sondern es ist ein Aussprachekurs. Und das hat er dann immer so gemacht, dass er erst ein Wort auf Arabisch gesagt hat, wo dieser Laut so drin ist. Und dann hat er gesagt, okay, in den Hof ist das genauso drin. Und dann hat er das vorgespielt, dann sieht man, wie sich sein Mund bewegt. Und das war auch der Punkt, wo wir die Plattform auf Arabisch brauchten. Das war so mittelwitzig. Falsch. Hier haben wir noch eine Folie eingefügt. Was war ich denn da? Und zwar haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine nächste Sprache. Wir brauchen Moin mehrsprachig. Moin kann aktuell Deutsch, Französisch, Dänisch und Arabisch. Wir haben natürlich mit Arabisch angefangen, weil es am meisten Ärger macht. Weil wir haben das umgestellt und haben gesagt, mach das einfach mal und dreh einfach alles rum. Da hat man dann solche Sachen wie die hier, dass die Sachen einfach umgedreht hat, dass es nicht rechtsbündig ist, weil in der Rechts nach links schrägst, lesen die auch nach rechts. Und wir hatten auf einmal arabische Nutzer auf der Plattform, die haben uns arabischsprachige Tickets geschrieben, wo wir gesagt haben, vielleicht brauchen wir jetzt doch einen arabisch. Brauchen wir jetzt doch einen arabischsprachigen Hiwi? Das der arabischsprachige nächste, genau. Hiwi braucht eine arabischsprachige Tastatur. Das ist so eine Sache, die haben wir uns vorher nur so halb überlegt, muss ich sagen. Kriegt man dann halt mit. Und was haben wir? Ach genau, und dann brauchen wir noch die arabische sprachige Zielgruppe für sowas, weil die treiben sich nicht üblicherweise in deutschsprachigen Hochschulen
Plattformen rum, die hier in Lübeck schon kaum einer kennt. Also es liegt natürlich an Lübeck, weil wir haben 45.000 Nutzer auf der Plattform. Nein, aber da hatten wir einen YouTuber angesprochen, der macht sonst Deutsch-Videos, rappt die. Mhm. Und ja, das hat er dann gemacht und da hatten wir einen ähnlichen Knick drin, wie wir vorhin gesehen haben beim Netzwerk Sicherheit MUG. Ja, YouTuber, wir lieben YouTuber. Ja. Ich habe noch eine Frage. Also, worauf basiert das technisch? Ist das ein Framework, was man kennt? Ja. Zum Glück hast du es dann nicht gesehen, wenn du schon. Also, Moodle ist im Hintergrund. Kennt man. Wir sagen, man sieht hoffentlich nicht mehr, dass es Moodle ist. Genau das. Und es sind diverse Anpassungen halt vorgenommen worden. Also, du kannst ja mal draufgehen. Moin soll offiziell heißen, oh, jetzt ist so peinlich. Mess Open Online International Network. ja, der Name stand natürlich zuerst, dann überlegt man sich, wie kann man es nennen. Also sind diverse Sachen dazugekommen. Teilweise sind das Plugins, die man auch so installieren kann, die sind dann nochmal angepasst worden. Sind diverse Sachen dazugekommen. Die Teilnehmerkarte ist, glaube ich, auch nochmal extra angepasst worden. Ja. Also sowas, man also kann wir halt können mal sehen, wo die Teilnehmer sind. Also wenn die, das ist auch vielleicht noch interessant. Also wir sammeln wirklich nichts ein, außer den Sachen, die die Leute da wirklich angeben. Okay, die E-Mail-Adresse haben wir dann, aber alles andere ist halt freiwillig. Also es wird jetzt Lübeck angezeigt. Bitte? Bitte was? Wahrscheinlich. Dass das nicht unten hier unten Streamer versehen. Ich weiß gar nicht, ob wir was dafür bezahlen. Ich glaube nicht, dass wir das dafür bezahlen. Ich glaube auch nicht. Also das ist zum Beispiel angepasst worden. Was wir dann noch, also es sind diverse Anpassungen und was wir dann noch haben, das ist eine freie Software, die nennt sich H5P, die ist wirklich frei. Da ist der Quest frei, die kostet nichts. Soll ich die auch mal aufmachen? Ja, das ist die, die sich um die Quizzes kümmert. Ist genau, eine tolle Post. Das ist das, was eben da ist, um die Sachen interaktiv zu machen, also die Inhalte interaktiv zu machen. Und zum Glück gibt es da diesen schönen Punkt Examples und Downloads. Und da kann man vielleicht grob erahnen, was das ist, ein interaktives Video, das ist eben Quizzes in verschiedenster Form über ein Video drüberlegen und das hat halt so viel Möglichkeiten, du kannst dann verzweigte Sachen machen, wenn die Antwort, dann springst du dahin, wenn die Antwort, dann dahin oder das ist der freie Kurspräsentation, hatten wir gerade offen, das ist das, wo man auch wieder Videos und so weiter einbinden kann oder Quizzes, wenn man will und dann kann man, wenn man will, kann man sich durchscrollen, da gibt es, ich glaube 40 sind es mittlerweile, verschiedene Interaktionsformen, ja, die man sich da aussuchen kann. Es ist wichtig, sie sind wirklich einfach gestaltet, also von der Bedienung her so simpel, dass sie wirklich nur das können, wofür sie da sind und nicht PowerPoint, kann auch alles, nur keiner weiß wie. Ja, das benutzen wir auch noch für die interaktiven Sachen. Sonst ist es aber technisch. Haben wir noch irgendwas Spektakuläres? Badges haben wir, aber die gehören auch gehören zum erweiterten Moin-Paket dazu. Genau, also gibt es von der Mozilla Foundation halt einen offiziellen Standard, den benutzen wir einfach auch, weil man dann Badges von woanders mitbringen kann und die hier exportieren kann und woanders hin mitnehmen kann. Unsere Videos liegen noch auf YouTube, das wäre vielleicht auch die Info. Genau, aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil es Streaming-Kapazitäten spart, die brauchen wir nicht vorhalten, weil man da gefunden wird. Also man kann sich die Videos auch ohne die ganze Interaktion, dummerweise, das geht dann nicht, aber man kann sich auch alles, weil es halt frei verfügbar ist, kann man sich das auch auf YouTube angucken. Ja, und YouTube hat schon ganz viele Lösungen vorher, einfach weil die ja selber auch gucken müssen, wie es geht. Einer meiner Lieblingsfunktionen, die auch in H5P funktioniert, ist... Man kann die Sprechgeschwindigkeit vor schneller stellen. Also alles, was die YouTube-API hergibt, geht hier auch. Ja. Ja. Natürlich gibt es einen MOOC über MOOC. Als ob wir das... Ja, zumindest, nicht ganz, zumindest... Also es gibt auch allgemein welche über MOOCs, nicht bei uns. Ich weiß nicht, wie die Plattform heißt, EU4, weiß ich nicht. Da gibt es auch einen Kurs allgemein zur didaktischen Gestaltung von MOOCs und wir haben gesagt, wenn man bei uns einen machen will, dann machen wir zumindest sowas wie ein technisches Tutorial, wie man dann sieht, wie man die ganzen Sachen bei uns machen kann. Die gibt es auch. Kann man auch kostenlos mitmachen. Dann findet man am Ende eine E-Mail-Adresse, wo man sagen kann, einmal MOOC bitte. Und dann kriegt man auch einen MOOC angelegt und kann da rumspielen und das ausprobieren. Gibt's auch. Darf ich das Werbevideo ablaufen lassen? Ich glaube, dann sind wir nämlich auch mit unserer Zeit am Ende. Ja, dann bist du der Mensch, der nach uns einen Vortrag hat? Dann können wir weiterreden. Guck mal rein.
Also, wie gesagt, wir zeigen dem MOOC, wie es geht. Gehen da aber sehr schnell auf, kommen möglichst schnell zu dem Punkt, wo du selber anfangen kannst ein. Wir haben aber auch so ein paar Sachen hinterlegt, genau, was zum Lesen, wie MOOCs wirklich gehen. Da haben die Kollegen aus Österreich was geschrieben, das brauchen wir dann nicht machen. Also wir arbeiten auch sehr gerne mit freien Lizenzen. Und zwar nicht nur, dass wir die unter freien Lizenzen rausgeben. Ich habe neulich einen MOOC betreut, das war dieser OER-Fachexperten-MOOC. Das ist ein... bitte? Bist du derjenige, der gleich hier den mit weitermacht? Mit den freien Lizenzen? Nein. Willst du was zu freien Lizenzen erzählen? Dann können wir auch gut. Wenn er kommt. Gerade will den noch keiner halten, den Vortrag. Sonst machen wir das auch. Wir machen auch relativ viel in Richtung OER. Das heißt Open Educational Resources, Lernmaterialien unter freier Lizenz. Creative Commons Lizenzen sind vielleicht nicht ganz so unbekannt hier. Und dazu haben wir auch einen Kurs gemacht. Und das Problem an dem Kurs ist, dass es schon ganz viel von dem Zeug gibt. Ja, also jetzt sind auch nochmal neu, ich glaube, fast 20 Projekte gefördert worden, die eigentlich für verschiedene Zielgruppen was Ähnliches machen. Und da haben wir es dann auch gesagt, haben wir gesagt, hey, das sind ja frei lizenzierte Lernmaterialien. Wir wollen trotzdem, dass es aussieht wie unsere, also wie das aus einem Guss. Naja, dann machen wir unseren Trailer vorne drauf und unser Abspann hinten dran. Und dann ist das unser Video. Und da habe ich mich beim ersten Mal total schmutzig bei gefühlt. So ein bisschen, also es steht ja trotzdem drauf, von wem es gemacht wurde. Das sagt ja die Lizenz, das CC BY. Aber ich habe es dann doch nochmal den Leuten geschickt, die das gemacht haben. Ich habe gesagt, hier, guck mal, ich habe das gemacht. Ich finde es, glaube ich, gut und ich darf es auf alle Fälle, aber ich wollte es euch mal zeigen. Und dann haben die das aber noch total gefeiert und haben selber gesagt, ja, genau, das ist ja der Grund, weshalb wir es machen. Ja. Ja. Ja, genau. So. Ja. Genau, es gibt ganz viele verschiedene Anbieter, die, also 2012 haben die im Prinzip, sind die plötzlich alle wie Pilze aus dem Boden gesprossen, heißt das so? Ja. Zum Beispiel Coursera, Udacity und andere, die haben aber, die Krux gehabt, die mussten damit wirklich Geld verdienen. Also es gab in Deutschland auch Iversity, ich könnte noch ein paar andere aufzählen. Und die sind sehr häufig dann dazu übergegangen, irgendwann die Sachen, die frei waren, doch nicht ganz so frei zu machen und dann doch nur gegen Geld. Und das sind auch Online-Kurse, gerade Udacity, bin ich selber auch eingeschrieben, ist großartig. Nur ich würde es nicht mehr MOOC nennen, weil es halt wirklich Geld kostet. Die Materialien nur begrenzt frei verfügbar sind, wenn dann aber auch nur Videos und nicht die ganzen Zusatzaufgaben, die es dazu gibt. Von daher ist die Konkurrenz, hast du es genannt, was die ganz freien Sachen angeht, nicht so groß. Also Emox zum Beispiel in Österreich. Genau, ich habe es hinten mal aufgemacht. Ah, perfekt. Ja, siehst du? Ja. Genau, aber die sehen wir auch nicht als Konkurrenz. Also wir arbeiten ja auch mit denen zusammen und tauschen auch Inhalte aus. Also, es gibt diverse Anbieter, die auch Online-Kurse anbieten, aber wenn du wirklich auf MOOCs gehst, also wo die Sachen auch wirklich frei lizenziert sein sollen, dann wird es dann schon ein bisschen weniger. Von daher, also mindestens in Deutschland sind wir da. Na, es gibt noch OpenHPI vom Hans-Platter-Institut. Die sind so eher für thematische Richtung Informatiker und auch Software. Also SAP haben die viel. Ne? Also da sind sie auch echt erfolgreich. Ja. Genau, aber dann hört es in Deutschland auch, also auch Fern und Hagen, die im Prinzip prädestiniert werden für sowas. Schwierig. Genau, es gibt noch diverse andere, aber wenn du Deutschland nimmst, da sind wir schon, gibt es nicht so viele andere. Und auch bei denen muss man, wie gesagt, Udacity und Coursera haben auch frei angefangen. Muss man gucken. Und edX haben wir jetzt selber auch mal ausprobiert. Da konnten wir über den Projektpartner Kiron, eben diese Flüchtlingsuni, konnten wir da auch mal einen Kurs draufstellen. Das ist schon auch beeindruckend, wie da ohne große Werbung 4000 Leute zusammenkommen. Ja. Aber der Kollege, der den reingestellt hat, gesagt, naja, man weiß auch schon, was man bei uns hat. Aber wir werden das sicherlich noch ein paar Mal probieren. Möchtest du was zu freien Lizenzen erzählen? Okay, dann müssen wir jetzt langsam doch zum Ende kommen. Herzlich willkommen, genau. Ich gucke nur noch mal, ob es was dabei gibt, was ich erzählen möchte. Möchte noch jemand was fragen? Mal gucken, was möchte ich denn noch erzählen? Ich möchte vom Erotik-MOOC noch reden. Vom Erotik-MOOC, aus dem Nähkästchen. Ja, da genau. Wir haben einen Erotik-MOOC gemacht. Zum 1.4.2016. Wir haben Orion bei dem Barcamp in Kiel getroffen.
und haben gesagt, hey, wir hätten Bock, mit euch einen April-Scherz auf die Beine zu stellen. Wir brauchen eigentlich nur ein Video. Und was dahinter stattfindet, interessiert fast niemanden. Und dann haben wir dieses Video gedreht. Das ist Anja Dreves, das ist tatsächlich eine Paarberaterin, Sexualberaterin, die hat das Video mit uns gestellt. Wir haben das auch ordentlich übertrieben, haben gesagt, ihr könnt dafür auch ECTS-Punkte bekommen. Für die praktischen Aufgaben. Für die praktischen Aufgaben, die besteht. Und ja, dann haben wir das online gestellt. Ich weiß noch, es war ein Freitag. Und an diesem Freitag waren zufällig alle, die damit zu tun hatten, im Homeoffice. Und nicht erreichbar, weil wir die meiste Angst hatten, weil YouTube guckt sowieso keiner an. Die meiste Angst, die wir hatten, ist, dass die Fachhochschulleitung kommt und sagt, das könnt ihr nicht machen, nehmt das sofort wieder runter. Ja. Aber ich war tatsächlich an dem Tag im Büro. Ich fand spannend, dass man natürlich so geguckt hat, okay, jetzt melden sich Leute an. Und man konnte anhand der E-Mail-Adresse natürlich auch sehen, okay, die haben sie jetzt extra dafür angelegt, um sich mal anzumelden. Wahrscheinlich wussten die doch nicht so genau, ist das jetzt echt oder doch nicht? Ist das ein April-Scherz? Also das fand ich am unterhaltsamsten. Kollegen von Emox haben uns auch geschrieben, sie haben gesagt, sie hätten ja jetzt gerne, sie wollten sich anmelden, haben sich aber nicht getraut. War witzig. Ja. Gut. Genau. So, wenn ihr trotzdem noch weitere Fragen habt, vielleicht springst du noch einmal auf die Startfolie. Ja. Also wenn ihr euch das hier merken könnt oder abfotografieren könnt oder ich weiß nicht, wie ihr es nachher verteilt oder zoom mal groß drauf oder so. Ich werde es bestimmt auch Twitter. Aber wer das Video gefunden hat, findet auch links. Das ist jetzt auch so ein komisches Problem. Ansonsten Moin mit Doppel-O einfach mal in Google eingeben, findet man das auch. Macht ihr noch sowas wie einen Verteiler oder sowas hinterher? Da könnt ihr natürlich dann auch den Link. Ja, perfekt. Also dann da findet ihr das, das ist auch, seht ihr, freie Lizenz. Vorne liegen noch Sticker. Ansonsten nutzt gerne das Angebot, es ist offen für alle. Ihr findet uns auch auf Twitter, wenn ihr noch Fragen habt. Oder wenn ihr einen Kurs draufbringen wollt, gerne bei uns. Bestimmt, okay, ja, genau. Und Schnitt, nächster Werbeblock, kommt zum Barcamp Lübeck, wir veranstalten das mit. Und ein paar Plätze sind noch frei. So. Ja. Gut, danke euch.